Guten Morgen, ich bin der Kilian, ich bin Werkstudent bei Merck und ich habe heute die Ehre, die Laura zu interviewen zum Corporate Learning Camp, was Ende Oktober bei Merck stattfinden wird. Und mich interessiert jetzt, wer bist du, Laura, und was machst du bei Merck? Ja, hallo Kilian. Wie du schon gesagt hast, mein Name ist Laura Krismik. Ich leite den globalen Learning-Bereich bei Merck und verantworte dort die überfachliche Personalentwicklung global. Super, und du kennst die Corporate Learning schon. Wie lange bist du denn schon dabei und warum? Ich kenne die Corporate Learning Community schon seit 5 Jahren, also bin seit 5 Jahren im Grunde Mitglied dort und damals noch in meiner alten Rolle als Verantwortliche für die Personalentwicklung für Deutschland. Und ich fand die Corporate Learning Community immer schon ein spannendes Setup, weil man dort die Möglichkeit hat, mit anderen Leuten aus dem Corporate Learning Umfeld, die sich mit dem Thema Personalentwicklung, Weiterbildung, Lernen der Zukunft beschäftigen, auszutauschen und zu vernetzen. Ja, super. Und das Ähnliche steht uns ja jetzt auch bevor. Ende Oktober vom 29. bis zum 30.10. mit Merck als virtuellen Gastgeber. Jetzt mit dieser kommenden Veranstaltung, was erwartest du dir von dieser Veranstaltung für Eindrücke zu erhalten? Ich erwarte mir wie jedes Jahr spannende Austausche mit ganz vielen Individuen, ganz viele Impulse auch, weil die Corporate Learning Community, man hat immer seine eigene Perspektive und die Corporate Learning Community ermöglicht es einem einfach nochmal verschiedene Hüte aufzusetzen, das eigene Thema aus verschiedenen Perspektiven zu durchdenken, von anderen zu erhalten, Impulse, so damit man dann seine eigene Idee mit deren Input weiterentwickeln kann und viel besser machen kann. Das erwarte ich mir von der diesjährigen Corporate Learning, vom diesjährigen Corporate Learning Camp. Das Hauptthema des Corporate Learning Camps lautet ja Lernräume gestalten. Was ist denn aus deiner Sicht das Wichtigste, was sich in den Zeiten nach Corona bei der Gestaltung von Lernräumen verändern wird? Lernen mit Corona und nach Corona wird ganz anders sein, als es vor Corona war. Wir werden immer stärker auf zwei Aspekte schauen. Zum einen wird Lernen immer individualisierter sein. Diesen Trend gab es vor Corona schon, aber es zeigt sich jetzt, dass das nochmal ein wesentlicher Erfolgsfaktor für Lernen ist. Und darüber hinaus wird Lernen einfach wesentlich, wesentlich digitaler und virtueller sein. Und ich glaube, das sind die beiden oder zwei große Themenpunkte, die auch im Zentrum des Corporate Learning Camps stehen werden. Ich bin schon sehr gespannt, was für Eindrücke uns erwarten werden beim Corporate Learning Camp. Vielen Dank für deine Zeit und ich freue mich darauf, dich im Corporate Learning Camp wiederzusehen. Danke dir. Gute Zeit. Tschüss. Tschüss.